Der LKW als Gütertransportmittel ist für über 20% der verkehrsbedingten Emissionen und Staus in Europa ursächlich und verursacht den höchsten CO2-Ausstoß aller Landverkehrsträger. Trotzdem werden 75% aller europäischen Transporte mit dem LKW durchgeführt. Wussten Sie, dass das Binnenschiff eine umweltfreundliche Transportalternative zum LKW darstellen kann? Die Binnenschifffahrt verfügt über viele Vorteile, die jedoch weitgehend unbekannt sind. Ein Binnenschiff kann große Mengen an Gütern transportieren, ist kostengünstig, es gibt kaum Unfälle oder Diebstähle. Außerdem ist die Wasserstraße rund um die Uhr befahrbar und verfügt über hohe freie Kapazitäten. Nach Aussagen der EU ist die Binnenschifffahrt in Europa das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Das Binnenschiff verursacht die geringsten Unfall-, Lärm-, Schadstoff- und Klimakosten und kann somit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Europäischen Union leisten. Ein durchschnittliches Binnenschiff auf der Donau transportiert rund 7000 Tonnen. Das entspricht der Transportkapazität von 175 Eisenbahnwaggons oder 280 Lkw. Diese Menge an Lkw ergibt eine Lkw-Kolonne von rund 20 km auf der Autobahn. Trotz aller Vorteile liegt der Auslastungsgrad der Donau bei nur etwa 10-15% und das Binnenschiff hat europaweit nur einen Anteil von gut 6% am Güterverkehrsaufkommen. Einige Gründe dafür liegen in der Abhängigkeit von schwankenden Fahrwasserverhältnissen und der damit verbundenen unterschiedlichen Auslastungsmöglichkeit der Schiffe, der niedrigen Transportgeschwindigkeit sowie den oft zahlreichen Brücken und dessen beschränkter Höhe, die eine Durchfahrt zusätzlich erschweren. Außerdem erfordert die geringe Netzdichte den Einsatz von Lkw oder Eisenbahn für den Vor- und Nachlauf, also den Transport vom Versender und zum Endkunden. Im Bereich der Binnenschifffahrt muss stets eine Abwägung zwischen den Faktoren Zeit und Kosten getroffen werden. Naturgemäß eignen sich nicht alle Güter für den Transport per Schiff. Bei zeitlich flexiblen Gütertransporten steckt im Bereich der Binnenschifffahrt bei guter Planung jedoch erhebliches Einsparungspotenzial. Aufgrund der Massenleistungsfähigkeit von Binnenschiffen sind diese ideal für den Transport von Massengütern. Vor allem für den Transport großer Ladungseinheiten von Waren mit geringem Wert ist das Binnenschiff durch die geringe Transportkosten geeignet. In diesem Bereich überwiegt die Kostenersparnis über längere Transportzeiten. Insgesamt macht der Transport von Erzen, mineralischen Rohstoffen, land- und forstwirtschaftlichen Produkten, Nahrungsmitteln sowie Erdölerzeugnissen 75% des Gesamttransportaufkommens auf der österreichischen Donau aus. Vor allem für die österreichische Stahlindustrie ist das Binnenschiff ein wichtiger Verkehrsträger. Das wichtigste Unternehmen der Stahlbranche in Österreich ist dabei die Voestalpine. Neben den traditionellen Märkten bieten einige weitere Branchen großes Potenzial für die Binnenschifffahrt. Für den Transport von Schwer- und Übermaßgütern ist die Wasserstraße aufgrund ihrer Abmessungen und der verfügbaren Infrastruktur bestens geeignet. Beispielsweise sind keine Anpassungen der Infrastruktur und auch keine Straßensperren notwendig. Durch die geringen Transportkosten und die Umweltfreundlichkeit eignet sich das Binnenschiff auch optimal für den Transport von biogenen Rohstoffen, für Altstoffe und Abfälle sowie Baustoffe. Diese Vorteile können durch optimierte Logistikketten auch zunehmend in der Automobilindustrie auf Ro-Ro-Schiffen genutzt werden. Zusammengefasst stellt das Binnenschiff eine grüne Transportalternative zum LKW für ausgewählte Branchen dar.